Herzlich willkommen, liebe FIFA 13 Ultimate Team Freunde, heute mal wieder zu einem Squad Building. Aber als allererstes muss ich mich bei euch allen für die 10.000 Abonnenten bedanken. Hab jetzt in den letzten 6 Monaten knapp 7 oder 8k Abos dazu bekommen. Richtig, richtig, richtig krass. Dafür muss ich einmal ganz, ganz dick Danke sagen. Special etc. kommt alles noch, ist alles in Arbeit, braucht alles nur seine Zeit. Und dann denke ich mal, sehen wir uns dann mal bei, weißt du was ich, 20, 30k wieder und ab da an kann man dann richtig durchstarten. Natürlich darf der kleine Hahn ja auch noch etwas träumen, das ist ja ganz, ganz wichtig. Aber egal, wollen wir doch jetzt erstmal mit dem Squad-Building durchstarten. Das Team heißt im Normalfall bei mir Back to 12. Ganz einfach, es ist ein Silber-Team, kleines Silber, in Anführungsstrichen Hybrid-Team, richtig hybridmäßig ist es nicht, sind halt 2 Ligen. Aber letztendlich ist das Team gerade so geil, weil es 2 Ligen sind, die extrem overpowered sind. Wir haben 3 Inform-Spieler, 1 Team of the Season-Spieler. Das Team ist eigentlich aus meinem Livestream schon bekannt, aber trotzdem kann man damit ja wohl auch nochmal den anderen, die das vielleicht nicht gesehen haben, nochmal eine kleine Freude bereiten. Denn gerade Silberspieler machen unendlich viel Spaß in FIFA 13. Fangen wir doch direkt mal an. Im Tor haben wir Protto. Protto ist mit 82 Hechten, 73 Abstoß und 81 Reflexen. Einer der stärksten Keeper, Silberkeeper gerade vor allem, in FIFA 13 ist mit 1,87er noch relativ groß und dreht einfach völlig durch. Verdammt, aus dem Menü wollte ich gerade nicht rausgehen. Also der Typ ist übertrieben, wirklich. Der hält locker wie ein Goldkeeper. Denn Verteidigerseite, die baue ich kurz einmal komplett fertig. Haben wir Kanu, Almebeck und Koyate. Kurz einmal zu Kanu. Kanu mit 80 Tempo, 72 Defensiv und 78 Kopfball ist ein Non-Rare Innenverteidiger aus Brasilien. Ist auch meiner Meinung nach in sehr, sehr vielen brasilianischen Teams vertreten, die eben Silber sind, ne? Und da erfüllt er definitiv seinen Job. Ist ein super Spieler, keine Frage. Spielt natürlich in der Mitte, weil er mit der Größte ist. Almebeck, auch ein bekanntes Blatt mit 83 Tempo, 74 Verteidigung, 72 Kopfball, nicht ganz so kopfballstark, deswegen sitzt er auch hier ein bisschen weiter außen positioniert, hat dafür absolut Pace, sage ich mal, der kann eigentlich mit jedem anderen Stürmer mithalten, selbst mit welchem mit 90 Tempo, also die Pro League hat eine Abwehr, die ist wirklich ganz, 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 ganz widerlich. Donk wäre natürlich auch noch eine Alternative, aber dann würde das Team nicht aufgehen. Und dann kommen wir zum absoluten Beast, der fast mit der teuerste Spieler im ganzen Team ist, Koyate, 83 Tempo, 74 Verteidigung, 80 Kopfball. Hat die Werte wie ein Goldspieler, spielt wie ein Goldspieler und dreht einfach völlig durch. Das Telefon klingelt. Egal, ich lasse es jetzt einfach mal klingeln und ich hoffe, dass ihr das im Mikrofon nicht hört. Ich kann es einfach mal kurz auf stumm stellen. Passt. Und ist ein absolutes Biest. Meiner Meinung nach einer der stärksten. Ey, was soll das denn? Das muss doch stumm sein. Einer der stärksten Innenverteidiger, die es mit in dem Spiel gibt. Egal ob Silber, Gold, Bronze, der putzt alles weg, was ihm in die Quere kommt. Dann fangen wir mit dem ersten Inform-Spieler mal an. Und zwar als RAV habe ich hier den Inform Gillet positioniert. Auch von RSC Anderlecht, das ist relativ wichtig, damit er letztendlich auf 9 Chemie kommt. Mit 72 Tempo, 77 Schießen, 74 Passen, 72 Dribbling, 71 Verteidigung, 80 Kopfball. Ein absolutes Biest. Leider ist er eben Rechtsverteidiger geworden. Natürlich sind seine Defensivwerte absolut geil, das muss man ganz klar sagen. Aber für einen Rechtsverteidiger fehlt es ihm ein bisschen an Tempo. Für einen rechten Mittelfeldspieler eigentlich auch, aber ich finde ihn relativ gut, weil er Bälle erobert und Bälle absichert, wo ein anderer Silberspieler meistens keine Chance hat. Damit er auf 9 Chemie kommt, müssen wir hier auch noch einen Spieler von, ach verdammt, RSC Anderlecht hinsetzen. Oh, ich bin ein bisschen verplant. Und zwar den Prae. Prae, geupgradete Karte. Ich habe ihn für 250 sofort gekauft. Der geht teils für 1 bis 2k weg, aus welchem Grund auch immer. Nunrare, 72 Tempo, 72 Passen, 73 Dribbling. Der kann eigentlich nichts, aber er spielt halt besser, als seine Werte es zeigen. Der ist relativ gut in den Zweikämpfen, der hat saubere Pässe und ist vollkommen in Ordnung, aber letztendlich einfach eine ziemliche Wurst. Man muss aber berücksichtigen, dass der lieber ja 94er Jahrgang ist. Der ist knapp 18 Jahre alt, also das ist schon ordentlich, was der macht.
Um dann die Pro League abzurunden, schließen wir hier mit Odicha Ofo ab. Der ist keine 18 Jahre mehr alt, sondern einfach mal ein bisschen älter. Mit 89er Baujahr hat er schon ein bisschen mehr auf dem Buckel. Und ja, was kann man über Odicha Ofo sagen? Kennt man vielleicht schon aus FIFA 13 mit 76 Tempo. 72 Schießen, 72 Passen, 76 Dribbling, 70 Verteidigung, 75 Kopfball. Auch bei FIFA 13, FIFA 12 schon ein absolutes Biest. Aus welchem Grund? Relativ simpel. Einer der allroundedsten Spieler. Alles über 70, das schafft nicht jeder und hat auch nicht jeder. Aber er spielt scheinbar konstant so, dass er immer insgesamt auf 74 kommt. Als Goldkarte wäre er wahrscheinlich nichts mehr wert. Egal. Wechseln wir nun die Liga und zwar ins... oder in die SPL mit Mackay Stevens, der wahrscheinlich günstigste 5-Star-Skiller. 3600 habe ich für ihn bezahlt. 5 Sterne Tricks, 4 Sterne schwacher Fuß. 85 Tempo, 71 Schießen, 66 Passen, 79 Dribbling, ein absolutes Biest. Abgesehen davon, dass er 5-Star-Skiller ist, hat er einfach auch mit rechts, obwohl er Linksfuß ist, einen absolut geilen Schuss. Macht richtig Spaß, mit ihm zu spielen. Im Mittelsturm haben wir den lieben Commons, Team of the Season vertreten. Aus dem Most Consistent Silber von Celtic. Mit 76 Tempo, 80 Schießen, 76 Passen, 81 Dribbling. Der Typ hat einer der stärksten Linksschüsse, die es bis dato, glaube ich, überhaupt in FIFA 13 gibt. Wenn er mit links mal abzieht und ein bisschen Platz hat, ist der Ball meistens drin. Dazu hat er noch überragendes Dribbling. Gefällt mir richtig gut. Und im Sturm haben wir das Inform-Duo Wassel und Murphy. Die beiden Non-Informs gehen schon heftig ab. Aber die beiden haben Bock abzureißen und das tun sie auch. Oh mein Gott, komm und hopp. Gehen wir mal ganz kurz die Werte durch. Mit 91 Tempo und 70 Schießen, 79 Dribbling, 78 Kopfball ist Wassel absolut heftig. Ich habe gerade mal 3.200k für den bezahlt. Mann, was rede ich denn da? Nein, 302.000 natürlich. Natürlich nur 2 Sterne Trickser. Nein, 2 Sterne schwacher Fuß, 3 Sterne Trickser. Das ist echt ziemlich kacke. Aber wenn man ihn in-game mit Murphy tauscht, damit er den linken Fuß ausnutzen kann, dreht er völlig am Rad. Auch Murphy absolut geil. 83 Tempo, 77 Schießen, 70 Passen, 78 Dribbling und 70 Kopfball. Sehr, sehr, sehr nice. Für 205k habe ich die gekauft. Sind eigentlich auf dem PC deutlich teurer, aber das ist auch schon das Team. Ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, der mal Bock hat auf Silberspieler und mal ein bisschen rumprobieren möchte. Man kann auch hier gerne die Non-Informs nehmen von Russell und Murphy. Commons sollte man schon beim Team of the Season zuschlagen. Da kann man aber auch direkt mal zu sagen, dass er momentan auf dem PC am günstigsten ist. Lag teils schon bei 80k auf dem PC, auf den Konsolen konstant bei um die 200k. Gillet habe ich für 28.000 bekommen. Den muss man dann halt nur von RV zu RAV umwandeln. Natürlich ist auch nun mal eine Dreierkette Geschmackssache. Ich komme dieses Jahr aber überrangt mit ihnen klar. Und gerade die 3-4-1-2er lässt mich immer mal wieder aufatmen und zeigt mir, hey, die Aufstellung musst du weiter benutzen, die geht ordentlich ab. Das war es eigentlich auch schon zum Squad-Building. Ein Team, beziehungsweise ein Match mit dem Team werde ich euch demnächst mal präsentieren. Und das nicht im Livestream. Und dann gucken wir mal, wie sich das Team dann letztendlich spielt. Denn ich bin sehr, sehr zufrieden und es macht wirklich Spaß, damit zu spielen. Und gerade im Silberpokal, wenn man dann mal einen Gegner findet auf dem PC, kann man damit ordentlich rumrapen. Das war's von meiner Seite aus. Euer Hahn und nochmals vielen, vielen Dank für die 10k Abos. Bis zum nächsten Video.